Lieber Rechtsfreund, vielleicht hast du es schon mal bei Social Media oder in deinem Freundeskreis erlebt. Nichts hält sich so nachhaltig wie einmal aufgeschnappte Rechtsirrtümer. Und deshalb werden seit Jahrzehnten mit größter Inbrunst die absoluten Unwahrheiten verbreitet. Kurz gesagt, der Laie ist ein juristisches Toastbrot. Und da wir wirklich nicht genug Zeit und Nerven haben, gegen wirklich jeden anzuargumentieren, aber trotzdem nicht möchten, dass das Recht dem Unrecht weichen muss, beginnen wir heute unseren Krieg gegen die Juramythen. Und daher starte ich heute eine neue Reihe Jurafake. Darin räumen wir mit den übelsten Mythen über das Thema Recht auf. Und egal ob euer Opa Mord ist, wenn er das geplant hat. Oder ein Reichsbürger. Deutschland ist eine GmbH, deshalb habe ich einen Personalausweis. Mal wieder Quatsch erzählt. Erfüllt eure Bürgerpflicht, zeigt ihnen dieses Video und hofft das Beste. Aber genug der langen Rede. Heute starten wir erstmal mit einem wahren Klassiker. Eigentum und Besitz sind nicht dasselbe. Neulich kam ein Kumpel zu mir voller Stolz und sagte, ich bin jetzt Hausbesitzer. Da sage ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Noch geiler wäre aber, wenn du auch Grundstückseigentümer wärst. Dann guckt er mich an, ja, du wieder, ist doch scheißegal, wie man das nennt. Warum das nicht ganz so egal ist und wo jetzt eigentlich genau der Unterschied zwischen Eigentum und Besitz besteht, das klären wir jetzt in groben Zügen. Fangen wir mal mit dem Eigentum an. Das Eigentum ist im Grunde nach etwas sehr Abstraktes und häufig Unsichtbares. Es beschreibt die rechtliche Zuordnung eines Gegenstandes zu einer Person. Man muss sich das so vorstellen. Jeder Mensch, der Eigentümer ist, ist im Grunde so eine Art Jedi, der eine besondere Macht über einen Gegenstand ausübt. Und die besondere Macht ist im Grunde die rechtliche Herrschaft der Person über die Sache. Man kann sie nicht sehen, aber sie ist da. Mit seinem Eigentum, also den Gegenständen, über die er die rechtliche Herrschaft hat, kann der Mensch im Grunde verfahren, wie er möchte. Er kann sie verändern, verschenken, wegwerfen, vermieten oder verkaufen. Nur verbotene Dinge darf er damit nicht tun. Beispielsweise sein eigenes Reihenhaus in der Siedlung abfackeln. Das wäre dann im Grunde die dunkle Seite der Macht. Ganz wichtig, ich verliere mein Eigentum in aller Regel nicht schon dadurch, indem ich den Gegenstand jemandem aushändige. Das ist nur dann der Fall, wenn ich dabei sage, dass ich ihm den Gegenstand auch übereignen möchte. Übereigne ich den Gegenstand nicht, also sage das nicht, dann wird er lediglich Besitzer, dazu gleich. Und das ist auch ganz wichtig, weil ich als Eigentümer dann auch mein Eigentum vom Besitzer in aller Regel wieder herausverlangen kann. Nun stellt sich natürlich die Frage, insbesondere bei beweglichen Sachen, Moment mal, wenn diese rechtliche Zuordnung unsichtbar ist, wie kann ich denn überhaupt nachweisen, dass ich Eigentümer bin? Und das ist in der Praxis tatsächlich ein Problem. Man behilft sich in der Praxis in der Regel dadurch, dass man starke Indizien dafür häufig ausreichen lässt. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil wir Juristen das sogenannte Trennungs- und Abstraktionsprinzip kennen. Das heißt, wenn ich einfach nur einen Kaufvertrag über die Sache vorlege, ist noch nicht bewiesen, dass ich Eigentümer bin. Das ist in der Theorie besonders stark so. In der Praxis würde man in der Regel sagen, naja, es ist zumindest schon mal ein starkes Indiz, wenn einer von zweien, die behaupten, dass sie Eigentümer sind, so einen Kaufvertrag vorlegen kann und zumindest sagen kann, pass auf, ich habe das Ding da und da bei Saturn vor einem Jahr gekauft, dann müsste der andere schon ein ähnlich starkes Indiz vorlegen oder sagen, wie er jetzt an den Gegenstand genau gekommen ist. Bei Grundstücken haben wir da in der Regel nicht so sehr das Problem, weil es da sogenannte Grundbücher gibt, wo drin verzeichnet ist, wer jeweils Eigentümer ist. Kommen wir zum Besitz. Damit ist in der Grundform die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache gemeint. Das heißt, die von einem Herrschaftswillen getragene tatsächliche Gewalt über eine Sache. Im Gegensatz zum Eigentümer hat der Besitzer nicht ganz so geile Rechte. Er kann den Gegenstand nicht einfach wegwerfen
oder verkaufen, aber er hat auch ganz gute Rechte. Beispielsweise, wenn ihm jemand den Gegenstand wegnehmen möchte, dann kann er ihn auch mit Gewalt daran hindern. Naja, vielleicht nicht unbedingt immer sofort mit dem Gift des zitronengelben Blattsteigers, aber durchaus auch mit körperlicher Gewalt. Selbst der Eigentümer kann in vielen Fällen vom Besitzer nicht so einfach den Gegenstand herausverlangen. Denken wir zum Beispiel an die Miete. Kennzeichnend und wichtig für den Besitz ist, dass häufig eine physische Einwirkungsmöglichkeit des Besitzers auf den Gegenstand besteht. Das kann sich aber auch durchaus aus den Umständen ergeben. Kommen wir zum Ausgangspunkt. Mein Kumpel ist also nicht nur Besitzer, sondern eben auch Grundstückseigentümer. Man sieht also, Besitz und Eigentum fallen häufig ineinander. Er könnte es aber auch auflösen. Er könnte das Haus vermieten und dann wäre zumindest auch jemand anderes Besitzer. Es gibt im Grunde nur einen Fall, wo Eigentum und Besitz nie auseinanderfallen können, und das ist Thors Hammer, weil die anderen einfach nicht würdig sind, die tatsächliche Sachherrschaft auszuüben. Liebe Rechtsfreunde, ihr kennt nunmehr den groben Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Eigentum, die rechtliche Zuordnung eines Gegenstandes zu einer Person, häufig unsichtbar, aber sehr mächtig, umfassende Rechte. Besitz, die tatsächliche Sachherrschaft über eine Sache. Häufig erkennbar, wer Besitzer ist, nicht immer, aber häufig auch aus den Umständen ersichtlich, und nicht ganz so starke Rechte, aber ich kann andere von der Einwirkung auf meinen Besitz ausschließen. Dann gibt es noch ganz viele Zwischenformen. Eigentum, Miteigentum, Gesamthandseigentum etc. pp. Und auch Besitz, rechtmäßiger, unrechtmäßiger Besitz. Das ist aber ein Thema für andere Videos. Liebe Rechtsfreunde, das war das erste Video in unserer neuen Reihe Jura Fake zum Thema grobe Einteilung Eigentum und Besitz. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn es für euch hilfreich war, dann gebt mir bitte wie immer einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mit mir zusammen den Kampf gegen unter anderem diese beiden Herren aufnehmen wollt, dann verbreitet diese Videos aus dieser Reihe und zusammen schaffen wir es vielleicht, die Jura-Fakes irgendwann in Vergessenheit geraten zu lassen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Wenn es wieder heißt, brech die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis dann. Ciao.